Hallöchen ihr da draußen, heute gibt es endlich mal wieder ein neues Monatsvideo und im vergangenen Monat, Februar 2021, habe ich zum einen endlich mal den Herrn der Ringe angefangen zu lesen, dann habe ich ein weiteres Buch von John Saul gelesen, das ich auf eine bestimmte Weise sehr gut mit diesem einen anderen Buch von John Saul, das ich gelesen habe, vergleichen kann und außerdem habe ich einen Psychothriller gelesen, den ich sehr spannend, aber auch auf eine gewisse Weise sehr ungewöhnlich für einen Psychothriller fand. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja Leute, angefangen hat diesen Monat für mich alles mit Schatten der Nacht von John Saul und ich fand es ähnlich wie Nathaniel, was ich letzten Monat im Januar gelesen habe, zwar sehr, sehr spannend, aber das Ende halt nicht. Es geht in diesem Buch um drei Familien, die alle Kinder haben und die drei Jungs aus diesen drei Familien sind um die 16 Jahre alt. Die heißen Eric, Kent und Ted und diese drei Familien fahren immer zusammen in den Urlaub im Sommer und da fahren sie jetzt in diesem Jahr eben an einen See, mieten sich dort ein Ferienhaus und dort passieren dann so allerlei Sachen. Es hat so ein paar Jugendbuchelemente einfach, weil die drei Hauptfiguren Jugendliche sind und was passiert dann da halt natürlich? Es gibt andere Jungs, mit denen zoffen sie sich, dann gibt es Mädchen und andere Jungs, mit denen sie sich zoffen und Mädchen. Und abgesehen davon gibt es natürlich auch viel Grusel, denn es gibt zum Beispiel diesen Schuppen, der irgendwie merkwürdige Sachen aufweist. Zum Beispiel sind die drei Jungs da einmal höchstens 5 Minuten drin, würden sie zumindest behaupten, während als sie wieder rauskommen, ihre Eltern behaupten, sie hätten stundenlang nach ihnen gesucht. Und das ist natürlich merkwürdig, aber es passieren auch sehr viele andere schockierende Dinge da noch. Es wird sehr, sehr spannend. Aber es ist halt leider so, ich habe zum Großteil dieses Buch wegen des Endes gelesen, weil ich das Ende lesen wollte. Und ähnlich wie bei Nathaniel wurde da halt einfach nur sehr, sehr wenig bis gar nichts aufgelöst. Hier kann ich es noch ein bisschen besser nachvollziehen als bei Nathaniel, weil man einfach sagen muss, es wäre sehr viel des Grusels, der Magie, dieses Mysteriums abhanden gekommen, wenn man das jetzt aufgelöst hätte. Aber dann soll man halt auch nicht so viele Fragen aufwerfen in diesem Buch und einfach so das aufbauen, dass man dieses Buch wegen des Endes liest, weil das ist doch auch nicht das, was der Autor erreichen möchte, dass man das Buch liest, auf das Ende wartet und dann enttäuscht ist. Das ist ja nicht sein Ziel eigentlich, von daher bisschen schade. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mehr von ihm lesen werde. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Bücher, aber das ist halt so ein bisschen das Problem bei ihm jetzt. Die Bücher sind ja eigentlich gut und die sind auch spannend. Aber man ist halt irgendwie immer so ein bisschen vom Ende enttäuscht. Vielleicht könnte man sich da auch dran gewöhnen und einfach sagen, man liest dieses Buch nicht jetzt wegen der Auflösung, weil man wissen will, wie es passiert, sondern einfach wegen der Unterhaltung. Wenn ich das vielleicht in meinen Kopf reinkriege, könnten mir diese Bücher noch viel mehr Spaß machen. Denn eigentlich, wie ich ja gesagt habe, macht es auf irgendeine Weise gerade hier auch Sinn, dass man nicht auflöst, weil es ja das Mysterium kaputt machen würde. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass ich noch mehr von ihm lesen werde. Danach habe ich dann endlich mal den Herrn der Ringe gelesen, und zwar den ersten Band. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich ihn ein paar Mal schon angefangen habe in meinem Leben und nie zu Ende gebracht habe. Und jetzt habe ich ihn zu Ende gebracht und ich frage mich, wie konnte ich es jemals schaffen, dass anzufangen und nicht zu Ende zu lesen, weil eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Es ist eine sehr gute Handlung, die gefällt mir sehr gut. Die Handlung ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zum Film und der Film gefällt mir. Wieso habe ich das immer abgebrochen? Und das kann man nicht irgendwie damit abtun, dass ich halt damals noch zu jung war. Also klar, beim ersten Mal war ich noch 13. Das könnte man sagen, wäre vielleicht zu jung. Aber das letzte Mal, dass ich es versucht habe, war ich glaube ich auch schon 18 oder 19. Da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass ich zu jung gewesen wäre. Irgendwie. Also daran kann es nicht liegen. Meine mich erinnern zu können, dass damals einfach irgendwie was anderes auf meinem Lesestapel war, was mich dann irgendwie mehr noch gereizt hat und dann wollte ich das unbedingt lesen, habe hier aufgehört und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen. Ich sag mal, das ist jetzt meine Ausrede, aber diesmal fand ich es richtig gut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den Prolog quasi übersprungen, also dieses ganze über Pfeifenkraut, über Hobbits, über den Ringfund und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ja, den Ringfund, das kenne ich, die Story kenne ich aus dem Hobbit. Und warum sollte ich 30 oder 40 Seiten über Pfeifenkraut, über das Auenland, über Hobbits lesen? Ey, das überspringe ich jetzt einfach mal. Und wenn mir irgendwann im Laufe dieses Buches auffällt, dass es mir fehlt, das nicht gelesen zu haben, dann kann ich ja immer noch lesen. Und nein, Leute, es hat mir nicht gefehlt. Es hat mich nicht gejuckt, dass ich das nicht gelesen habe. Es ist unnötig. Also von daher, vielleicht werde ich es ja irgendwann nochmal nachholen, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Aber an sich,
Ja, zur Story kann ich einfach sagen, es ist sehr, sehr ähnlich zum Film. Es geht um den jungen Hobbit Frodo, der aufbricht, um den einen Ring in den Schicksalsberg zu werfen, beziehungsweise erstmal nach Bruchtal zu bringen. Aber mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen, denn diese Story kennt wohl, glaube ich, so ziemlich jeder. Und klar, es fällt auch hier wieder mal auf, die Sprache ist definitiv alt. Vor allem stört es mich allerdings bei den Dialogen, denn so die Wortwahl, die Satzstruktur finde ich an sich gar nicht so schlimm, dass die alt ist. Das merkt man, aber gerade bei den Dialogen ist es sehr zäh dann, weil wenn so ein moderner Dialog vielleicht so aussehen würde, A sagt was, B sagt was, A sagt was, B sagt was, A sagt was, B sagt was und so weiter, ist es dann hier doch eher so, A erzählt einen halben Roman, B erzählt einen halben Roman, A sagt einen halben Roman, B sagt einen halben Roman und ich denke mir nur so, oh really Leute, really. Wirklich, das ist super anstrengend teilweise, aber trotzdem hatte ich dann eigentlich doch nie das Bedürfnis, jetzt aufzuhören, weil ich einfach die Geschichte vom Ring spannend finde. Die ist spannend und es war nie wirklich jetzt irgendwie langweilig, weil irgendwie nichts passiert ist. Das mit den Dialogen ist dann doch das einzig Negative, was man anmerken kann. Und am Ende wurde es ein bisschen langweilig mal zwischendurch, aber das fand ich dann auch nicht so schlimm. Das war halt, wie gesagt, nun kleiner Teil. Und von daher bin ich froh, dass ich es nochmal versucht habe und es endlich mal geschafft habe, den zu Ende zu lesen. Trotzdem, auch wenn ich gesagt habe, ich will definitiv den zweiten Teil auch noch lesen, habe ich dann gesagt, ich will erstmal wieder was anderes lesen, weil dann doch diese alte Sprache auf Dauer ein bisschen anstrengend ist und jetzt will ich erstmal was Moderneres lesen. Und entschieden habe ich mich dann für Ethan Cross' Ich bin die Nacht und ich weiß gerade nicht, ob man es gut erkennen kann. So, wenn ich es so gegen das Licht halte, sieht man es gut. Es ist so ein matter Hintergrund mit einer glänzenden Schrift drauf und das, finde ich, sieht schon ziemlich geil aus. Also hier so der Schriftzug Ethan Cross, Ich bin die Nacht und das sieht einfach schon sehr schick aus. In dem Buch geht es um einen Serienkiller namens Francis Ackerman Jr. und der bringt seine Opfer nicht einfach nur um, er spielt mit ihnen. So zum Beispiel zwingt er sie in ihrem eigenen Haus sich zu verstecken und er hat dann 3 Minuten Zeit, sie zu suchen. Wenn er sie findet, darf er sie umbringen und wenn nicht, dann lässt er sie im Grunde ziehen. Das ist so eins dieser Spiele und das ist schon ziemlich psycho. Er dreht und wendet es dann natürlich immer so, dass er sie auf jeden Fall findet und dann halt auch gewinnt, logischerweise. Sonst wäre er lange nicht so psycho, wie er es dann ist. Und dieser Charakter alleine gefällt mir schon ziemlich gut, auch wenn er ein krasser Psycho ist und ich dem nicht im Real Life begegnen wollen würde, denn er bekommt auch eine gewisse Tiefe und zwar nicht auf eine klischeehafte Weise, wo dann einfach immer rauskommt, oh mein Gott, er wurde in seiner Kindheit irgendwie schlimm behandelt und jetzt müssen wir ihm vergeben und dadurch wird er wieder zu einem guten Menschen. Das wäre irgendwie ausgelutscht. Mir gefällt dieser Charakter einfach durch seine eigenen Arten, durch seine Art. Er hat so eine sarkastische, aber irgendwie auch eine zynische und irgendwie einfach eine richtig makabre, psychologische Art und die gefällt mir einfach sehr, sehr gut. In dem Buch werden auch sehr viele Fragen aufgeworfen, so tiefgründige Fragen über Gut und Böse, richtig und falsch, über Moral und Schicksal und Bestimmung. Und das sind jetzt nicht unbedingt alles Fragen, wo man keine Antwort selber drauf hat. Das sind teilweise Fragen, wo ich so meine Meinung schon so ein bisschen zu habe. Und gerade deswegen bin ich auch leider ein bisschen enttäuscht vom Ende, denn unsere Hauptfigur, Marcus, den wir die ganze Zeit im Buch begleitet haben, trifft am Ende eine Entscheidung, wo ich mir denke, ist jetzt nicht dein Ernst? Really? Du verrätst damit deine gesamten Prinzipien, die du in diesem Buch hier aufgebaut hast. Dieses Buch hat auch noch Fortsetzungen, die heißen alle irgendwie, ich bin die Angst, ich bin der Schmerz, ich bin der Zorn, ich bin der Hass und ich bin die Rache. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es weiterlese, weil ja, dieses Buch war schon sehr gut und sehr spannend, aber dieses Ende war halt einfach so eine kleine Anspielung, habe ich so das Gefühl, auf die weiteren Teile. Und wenn es so weitergeht, wie es jetzt endet, habe ich da irgendwie nicht so Bock drauf. Dann fände ich das irgendwie doof. Aber vielleicht lese ich mal in den zweiten Teil rein, um zu schauen, ob es wirklich so ist, wie ich es mir gerade vorstelle. Wenn ja, fände ich es schon ein bisschen doof, ehrlich gesagt. So, und danach habe ich dann endlich auch mit Band 2 vom Herrn der Ringe angefangen, die 2 Türme. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht durch damit. Ich bin gerade auf Seite 300 von 500 und ich kann gleich mal dazu sagen, ich bin auf Seite 300 von 500 und Frodo und der Ring und Sam kamen literally noch kein einziges Mal vor. Ich habe eine Seite vorgeblättert, auf Seite 301 kommen sie zum ersten Mal vor und das finde ich schon sehr gewagt dafür, dass die irgendwie ja schon
für mich zumindest so der Treiber dieser Geschichte sind. Das ist gefühlt so, wie wenn du ein Harry Potter Buch schreibst und dann Harry Potter und Hermine und Ron erstmal 300 Seiten lang nicht vorkommen lässt. Man denkt sich so, really? Klar, auch die Story mit Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf und Merry und Pippin und alle, das ist alles auch irgendwie spannend und die Welt gefällt mir gut. Ich finde es super interessant und Wahnsinn, was dieser Typ sich einfach für eine krass umfangreiche Welt ausgedacht hat. Hier steht auch hinten drauf von C.S. Lewis, also der Autor von Narnia: Keine andere imaginäre Welt wurde bis jetzt so vielfältig und in sich geschlossen vorgestellt. Und das kann ich einfach zustimmen. Definitiv. Und mir gefallen die Charaktere. Mir gefallen zum Beispiel auch die Ents. Super cool, wie diese standhaften Bäume, die alles gemächlich angehen lassen wollen und sich Zeit nehmen. Das ist super, eine super Botschaft auch irgendwie. Also es gefällt mir alles schon irgendwie, aber ich lese nun mal den Herrn der Ringe einfach hauptsächlich wegen Frodo und dem Ring. Und dass ich dann 300 Seiten lesen muss, wo sie kein einziges Mal vorkommen, finde ich dann doch sehr gewagt. Trotzdem muss ich sagen, natürlich werde ich es weiterlesen, weil jetzt kommen sie ja vor. Und ich, wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht super doof, dass sie nicht vorkamen. Aber es war einfach ein bisschen langweiliger als der erste Teil. Und ich glaube, dass das eben unter anderem auch daran liegt, dass Frodo und der Ring nicht vorkamen. Weil, wie gesagt, die sind einfach der Haupttreiber für mich dieser Geschichte. Ich kann sagen, ich werde das definitiv weiterlesen. Ich werde definitiv dann auch noch den dritten Teil lesen. Erstmal werde ich wieder was anderes lesen, zur Auflockerung. Wahrscheinlich was von Dean Koontz, von dem habe ich noch was auf dem Stapel. Und dann werde ich den dritten Teil lesen. Und ich werde höchstwahrscheinlich, wenn ich dann mit Band 3 durch bin, auch mal ein gesammeltes Video zu der Herr der Ringe Trilogie machen, weil ich diese Welt dann doch einfach sehr faszinierend finde und sehr spannend. Und da, glaube ich, kann ich einiges zu erzählen. Wann das kommt, ist natürlich noch unklar. Ich muss natürlich erstmal zu Ende lesen, mir überlegen, was ich sagen will. Und dann kommt das Video, kann also noch ein bisschen dauern. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben. Oder auch wenn es heutzutage eigentlich gar nicht mehr so notwendig ist, mit einem Abo. Ich weiß, ist nicht mehr so nötig, aber immer noch der Großteil meiner Zuschauer haben mich nicht abonniert. Finde ich ein bisschen schade. Ich freue mich über jedes Abo und jede Aktivierung der Glocke, damit ihr auch wirklich alle Videos mitkriegt. Ich weiß, hängt euch zu den Ohren raus. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.